Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK mit Wödern. Hallo. Der passt gerade ein bisschen auf mich auf, weil ja hier mein Skorpion umgefallen ist. Ist aber gleich wieder wach eigentlich, hoffe ich. Ja, der Airdrop ist da tatsächlich immer noch und da vorne ist ein Sarko. Na toll. Ich versuche nochmal kurz Stimberries, nein, ich krieg keine mehr. Aber ah, der müsste ja gleich wieder aufstehen jetzt, oder? Ja, hoffe ich. Ich krieg keine Stimberries. Ja, ist fast wach wieder. Da, ich habe wieder zwei. Ja, du hast eine Riesenfarm abgefarmt. Ja, ich habe eine Riesenfarm. Farm abgefarmt. Ich habe eine Farm abgefarmt. Hallo? Oh, jetzt kann ich den nicht anwählen. Warum? Hallo? Was für ein Level hat mein Vieh denn? Oh, mittlerweile Level 100. Cool. Stimberries nochmal schnell. Müsste jetzt auch gleich aufstehen. Ja! Right, dann weitergehen. Oh, der hat schon gar kein vergammeltes Fleisch mehr, meine. Ja, meine habe ich schon auch nicht, schon lange nicht mehr. Ja, wollen wir jetzt weiter? Ich mag er ja lieber, ich mache immer was Neues. Wieso, hier ist doch voll smooth und easy und hier ist doch gar nichts los. Nein. Ja, lass mal Richtung Airdrop trotzdem noch. Ja. Auch wenn wir die 100 Pro nicht mehr kriegen werden. Aber ganz ehrlich, das ist der erste Airdrop, den ich hier auf der Karte sehe. Ich glaube meine auch, ja, kann gut sein. Ich habe echt gar nicht drauf geachtet, auf die Airdrops. Ich glaube, ich habe aber einen gesehen, schon mal. Und zack, weg. Nein! Schade, ne? Oh, pass auf, wie sie gerannt ist, ne? Aber einfach weiter schon. Ja, mach ich. Auf der anderen Seite sind Schlangen, aber ich komme hier nicht durch! Lass mich in Ruhe! Das ist nur eine. Scheiße. Ah, gut, kriegen wir Leder aus dem Schlangen? Ja, ja. Also aus dem Schlangen krieg ich halt die ganze. Oh nein! Wo bist du? Ich muss weg hier. Wie soll mich nicht schon wieder... Oh nein, der ist schon wieder fast am Schlafen hier. Das ist aber uncool. Die müssen wir jetzt echt mal weg. Ja. Wie denn? Ja, keine Ahnung. Wieder zurück. Hast du nicht gesehen, wie gut ich die Karte lesen kann? Hey, hier ist ein Skorpion. Was? Toll, mich trifft er, weißt du? Leck mich doch mal. Was ist denn nun? Hier passiert nichts mehr. Nein, er fällt gleich wieder um, wenn ich nicht abhau. Ja. Lass uns bloß abhauen. Ja. Oh, Alter, Schlangen. Lauf einfach weiter. Ja, versuche ich, aber die trifft mich die ganze Zeit. Aber ich komm. Nein, ich komm, weiter. Oh, wie toll. Wie springst du denn runter? Ich bin nicht runtergesprungen. Nee, ne? Ja. Oh, die scheiß Schlange kommt. Anstatt die mich angreift, weißt du? Ja. Noch zwei. Eine Level 40 und eine Level 40. Na, super. Also die machen auch Torpor, die Schlangen. Ja. Das ist das Problem. Meiner wird auch bald umfallen. Ja, ich bin gerade schon am Stimberry sammeln. Wo bist du? Scheiße. Bist du jetzt von dem Vieh weggegangen? Nein, ich stehe genau neben dem Vieh. Ich sehe das nicht. Hä? Nein, ich bin verloren. Ameisen. Komm. Da. Also du stehst genau neben dem Vieh. Ja, hab ich schon gesehen. Ach Mann. Ja, vielleicht ist das noch eine Stufe zu hoch für uns. Das ja, das ist ein bisschen zu krass hier, leider. Wir sollten gleich ganz schnell wieder abhauen. Ach Mann. Mist, noch nicht mal wieder halbe Runde jetzt. Nee, ich sammle ja schon. Ich sammle. Vier hat er eben schon gekriegt. Boah, ich dachte, was kommt da denn? Aber das war's nur du. Was soll das denn heißen? Nochmal vier habe ich gekriegt. Da hinten sind Fliegeviecher, die gerade gegen irgendwas kämpfen. Ich mag eigentlich nicht noch weitergehen, aber hier hinter uns ist auch noch fahren Kram. Das ist doch echt heftig hier, ey. Ja. Ach, die fahren gerade eine Schlange. Das geht alles mir, Leute. Nochmal vier Stimberries. Zum Glück ist meiner nicht ganz so anfällig dafür anscheinend. Oder ich werde immer ständig nur getroffen. Und du nicht. Vielleicht auch. Kommen die auch auf? Oh, meiner hat aber auch schon über 300 Torpor. Ah. Was kriegt er denn diesmal? Torpor? Nochmal wieder Damage. Das ist aber bei 500 Damage. Ist auch gleich wieder fertig.
kann mich auch mal aufleveln. Fleisch. Was nehme ich denn? Melee Damage mal. Hab ich gar noch gar nicht gemacht. Ach, guck mal, das Gewitter ist vorbei. Ja. Ja, dann sollten wir richtig schnell abhauen, einfach gleich. Ja. Nur eine Stimberry gekriegt, ey. Aber wir sind mitten im Gebiet, komplett bis in die Mitte reingerannt. Nee, drei habe ich. Ja, das ist natürlich super. So, wir müssen jetzt auch fertig sein. Super, kann weitergehen, wir müssen jetzt auch hier raus. Ja, ich würde mal sagen, da lang und dann mal gucken. Einfach konstant in eine Richtung, so. Dann kommen wir auf jeden Fall irgendwann raus. Ja. Was anderes können wir halt nicht machen. Oder was sagst du? Ja, würde ich auch so machen, ja. Hier ist ein Frosch. Ja, bloß nicht angreifen, der macht auch Torbau, glaube ich. Ja. Wir schaffen das schon. Die Viecher aus dem Sumpf, die boxen nicht alle mit Gift um, ey. Ja. Die Sarkos natürlich jetzt nicht, aber... Wo übrigens rechts neben uns einer ist. Ja, aber der macht ja kein Gift. Was macht der? Winke, winke? Der macht... Oh, wir sind, glaube ich, raus hier vorne, oder? Wenn nicht so viel Wasser ist. Kann sein. Oh, ich sehe nichts mehr, ey. Oh nein, ich bin fest. Oh, hallo. Ich komme nicht raus. Ich fange immer... Einfach weiterlaufen. Ja, sagst du mir einfach weiterlaufen, es geht aber nicht. Du bist ja lustig. Aha. So. Ja, tatsächlich, wir sind auch in... Was? Wir sind auch in die Richtung rausgegangen. Was soll das denn? Total Zedamol, ah, meine Stamina ist leer. Kannst du kurz warten? Ja. Wir sind auch in die Richtung rausgegangen, wo wir reingegangen sind. Echt jetzt? Ja. Das ist ja geil. Das ist ja perfekt, gut. Das war das Sumpfabenteuer mit Ruby und Bilder. Ja, möchte ich auch nicht nochmal machen jetzt. Ich sollte Pixie umbenennen in Schlafi. Ja, das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Ja gut, er kann es irgendwie nicht so gut ab, das ist natürlich doof. Weil er hat ja echt die ganze Zeit immer nur gepennt. Echt? Fauler Sack, Alter. Guck mal, wir sind wieder an dem Stein mit den draufwachsenden Pflanzen vorbei. Yay. Das heißt, wir sind jetzt aus dem Sumpfgebiet echt ganz raus gleich. Gut, super. Ja, hier ist es auch noch recht angenehm hier vorne. Ja, hier ist noch nichts los. Das suggeriert Sicherheit, weißt du? Und dann denkst du, ach, dann ist doch da hinten auch nicht so schlimm. Lohnt uns mal noch ein Stück. Weiter reingehen. Und dann bist du am Arsch. Ja, so ein bisschen, ne? Da ist ein Patschi. Ich sehe keins. Na, Spilo und dahinter ein Patschi. Oh, warte mal. Stamina und bei mir hat es gerade ein bisschen geleckt. Ach du Scheiße. Ich will weg. Ja, ich auch. Da sind noch mehr Mega-Neuras. Och, Mann. Warte mal. Was ist denn los? Bei mir leckt das die ganze Zeit. Ja, also die Performance ist hier noch nicht ganz so... Liegt das vielleicht auch einfach an der Karte noch irgendwie? Ja, das denke ich auch. Oh Mann, ey, das ist nicht normal. Immer noch? Ja, schon immer mal wieder. Okay. Hier sind Skorpione. Die kommen auch beide auf uns zu. Drei Stück. Wir sollten gern töten. Einer weniger schon. Der hat zwei weniger. Zwei weniger. Und Torboss, was wir total weit oben, ey. Echt? Ich kotze ins Essen, ey. Ich mach jetzt mal seinen Torboss. Ach nee, das kann man ja gar nicht hochmachen. Nee, genau, das kannst du nicht. Stimmt. Das levelt automatisch. Das ist ja ganz toll. Egal, lass weiterlaufen, bis er umfällt. Na, okay. Dann springe ich ja wieder runter und du denkst, ich bin abgestiegen. Ey, wir müssen jetzt gleich an diesen Teich kommen. Ein Teich? Ja, es gab da so einen Teich, wo ich gesagt habe, oh, wollen wir da mal hin? Ja, genau. Und da hast du gesagt, nee, lass du den braun. Nein, so war das überhaupt nicht. Ja, oder so ähnlich. Was für ein Lügner. Ich seh nix. Haha.
Wir sind auf jeden Fall wieder im Wald und ich glaube nicht, dass der Teich auf dem Berg, ist. Oh, aber vielleicht dahinter. Da drüber. Oh, da ist Raptor und hello, haut ab. Haut ab? Ja, da sind auch Fliegis, Dingers. Ja, die sind die mega Neurasse, die wirklich das Gefühl. Die sind doch auch giftig, oder nicht? Ja, aber hier, pass auf. Oh, oh, ich glaube, der Raptor, wir beobachten uns. Das sind halt kleine Voyeure. Zwei Stück, die Mogli. Der andere kommt. Yeah, geflogen kommt er. Das ist gar nichts los. Der Raptor noch, wegen Leder. Hä? Dann holt er gar nichts raus. Jetzt. Hab auf ihn draufstehe, ey. So, ich geh mal den Berg hoch. Ja, ich auch. So, oben auf dem Berg. Ey, es wundert mich auch, dass oben auf dem Berg hier diese mega Neuras sind, weißt du? Ja. Vielleicht fällt er wieder um, Alter. Ich glaub das nicht. Ja, das ist irgendwie komisch. Da links ist der Sumpf, willst du da mal hin? Ja, halt dein Maul. Halt die Fresse! Nein. Ich weiß nicht, ist das da hinten? Oh, da hinten ist Schneegebiet! Schneegebiet. Da, hier ist der Teich. Hallo Teich. Ich brauch Wasser, wollen wir runter? Wasser? Ich brauch Wasser. Haut ab, Alter, haut ab. Ich kann nicht mitkämpfen, weil wenn er noch einmal getroffen wird, dann ist Schiffenschacht wieder. Ja, wie gut zu deinem Wasser. Aber hier ist erstmal eine Ameise, die ich abfarme. Oh nein, da vorne ist noch mehr. Nein, nein, geht weg, geht weg, geht weg. Weißt du, was hier das Schlimme ist? Komm her, komm her. Ameise. Nicht irgendwie der Kano, der hier um die Ecke steht, ne? Sondern Ameisen. Alter. Wir sind gar nicht im Sumpfgebiet, nur in der Nähe. Und hier ist so Insektenplage. Ach, der eine ist mit seinem Tür gewesen. Was, aber wenn wir Frosch haben, richtig geil wird. Wo ist da oben im Himmel ist ein großer, wie heißen die großen Fliegis? Großflugfliegfliech. Großflugfliegfliech, was? Oh, die Ankylos haben den Kano weggebrezelt. Arschlöcher, ich wollte den Kano wegbrezeln. Aber wenn er so unhöflich ist, immer. So, guck mal, es waren zwei Ankylos. Hier kommt irgendwie eine oder andere mega Neuras, die dann auch wieder und Ameisen und. Hab weißt vor. Du, ob du das noch aushältst gerade? Ich kipp gleich um. Noch geht, ist noch nicht ganz voll. Oh, haut ab, Alter. Haut. Geht einfach sterben, Mann. Jetzt ist auf jeden Fall gleich vorbei. Ach, Mann, ey. Alter, hammerhart, ey. Drei Folgen lang nur Kammerjäger gemacht hier. Ich hab auch keine Stim-Babys. Die Ankylos haben den Raptor weggedreht. Unten am Wasser sind aber noch zwei. Für uns dann halt. Aber vielleicht erstmal wieder Stamina aufladen. Ich würde mal sagen, Topo irgendwie runterkriegen, das wäre mal eine Idee. Da hätte ich auch noch was. Also die Stimberries, die wir mit unserem Flieger farmen, sollten wir vielleicht auch bewahren. Für diese Gebiete hier. Für sowas, ja. Die Ankylos müssen ja heftig drauf sein, wa? Ja, lassen wir auch, Mann. Da ist noch ein Raptor. Noch ein Raptor, und der kommt zu uns. Der kommt, die kommen beide zu uns. Wieder ohne Ende viele Viecher hier. Ja, beide auf mich, oder was? Achso, dann diesen Weckelflieger. Ja, aber trotzdem, was soll das? Wie unhöflich. Da sind hier überall nur Fliegeviecher. So, wenn wir jetzt über den Teich schwimmen, wo sind wir dann? Willst du da wirklich drüber schwimmen? Das ist ein bisschen weit, oder? Da können ja auch Piranhas drin sein. Und dann ist mein Vieh auf jeden Fall tot. Da sind nur Karpfen drin. Ah, ich sehe sogar Piranha, glaube ich. Ist doch Piranha, oder? Keine Ahnung. Können wir außen rumlaufen, ist besser. Außen rum? Hm.
Ja, okay. Gehen wir also den Ameisenweg. Ich meine, da kommen noch mehr von links. Es gibt ja Erfahrungspunkte, ne? Das muss man ja lassen, richtig. Langsam geht das Torbrauch runter. Natürlich nur langsam, weil er keine Stimberries hat. Weil wir keine Stimberries haben. Oh Mann, ey. Wir werden nie wieder nach Hause kommen. Nie wieder werden wir nach Hause kommen. Ach, Brüder. Klingt doch einfach positiv. Ich denke. Du hast wenigstens keinen Skorpion, der immer umfällt, wenn einmal gepikst wird von irgendwas. Nee, zum Glück nicht. Ach. Das kommt wegen dem niedrigen Level. Oh oh. Wir laufen auch wieder Richtung. Wo ist denn die fliegende Insel? Ich sehe die auch gar nicht. Ich auch nicht. Das ist jetzt doof, irgendwie. Suboptimal. Ja. Wir müssen auf irgendeinen Berg, der ein bisschen höher ist. Und da gucken. Da sehen wir die bestimmt. Ja, wir werden bestimmt noch tausende Ameisen, tausende Libellen und Skorpione und alles, was so kreucht und fleucht, begegnen. Jawohl. Und das könnt ihr auch weiter verfolgen in der nächsten Folge, würde ich sagen. Nächste Folge. Gut. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, fürs Gucken, fürs Kommentieren, fürs Liken. Falls ihr das gemacht habt. Falls ihr es gemacht habt. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.